Die Wartestraße 2 in Teltow, könnte hier die erste kreiseigene Flüchtlingsunterkunft in Potsdam-Mittelmark entstehen? Der Kreistag sagt auf Antrag der FDP mehrheitlich ja. Oder genauer gesagt, er will es durch den Landrat prüfen lassen. Es geht um eine sogenannte Potenzialanalyse für die Errichtung von Wohnraum, vorrangig für Geflüchtete, aber eventuell auch für Azubis des Landkreises. SPD und CDU halten das für ein sinnvolles Vorgehen, nur die AfD ist dagegen und plädiert für eine reine Azubi-Nutzung. Für die FDP hingegen liegen die Vorteile auf der Hand. Und, wir kaufen bei allen Gelegenheiten alle möglichen Grundstücke auch zu wirklich erstaunlich hohen Preisen. Das ist ja das Tagesgeschäft, das wir im Grunde in jedem Kreistag haben, dass irgendein Grundstückskauf dabei ist, irgendwie um Leute unterbringen zu können, zu wollen. Und das, obwohl wir doch eigentlich in Teltow ein relativ großes und schönes Grundstück in zentraler Lage haben. Das haben wir mal gekauft vor vielen Jahren, also ein Eigenteil hatten wir, einen weiteren Teil dazu gekauft, vor vielen Jahren, um dort den Sitz der Kreisverwaltung zu erweitern. Wir sitzen in Teltow zur Miete, wollten dort Leute reinbringen. Die Verlegung von Teilen der Kreisverwaltung dorthin hat sich erledigt durch das MOVE-Projekt. Das machen wir jetzt anders, ist auch eine richtige und gute Entscheidung. Und damit haben wir dieses Grundstück und es steht einfach mal so da, seit vielen, vielen Jahren. Und wenn ich an die Diskussion denke, die wir hatten zur Flüchtlingsunterbringung in relativ kleinen Gemeinden, viele Flüchtlinge bei wenigen Einwohnern, dann sind das Missverhältnisse, die dort nicht mehr zu bewältigen sind. Also die Sorgen, die Nöte, die ausgeäußert worden sind, ja vollständig berechtigt. In der Region TKS, Teltow, Kleinmachung und Stahnsdorf, haben wir fast 70.000 Einwohner. Wir hatten zu Spitzenzeiten 2015 dort in den ehemaligen Lehrlingswohnheimen 1.000 noch was Flüchtlinge. Das war für uns in der Region kein Problem. Die Leute waren da, sind integriert worden, die Kinder sind zur Schule gegangen, da gibt es Probleme inzwischen, weil die Schulen voll sind. Aber davon abgesehen, was die eigentliche Integrationsleistung angeht, was also Probleme angeht in den Orten, ist das bei uns nicht so. Da ist die Bereitschaft da, aufzunehmen. Wir können das auch mit 70.000 Leuten, wenn da ein paar hundert Leute dazukommen. Wir sehen sie im Stadtbild, aber es ist eigentlich kein Problem, nicht so wie es in anderen Ortsteilen oder anderen Orten, in kleineren Bereichen da ist. Und deswegen glaube ich als Teltower auch, dass das ein geeigneter Standort ist, um dort eine entsprechende Einrichtung zu errichten. Ich danke für die Anträge, die aus den Ausschüssen gekommen sind, zu sagen, wir wollen dort möglicherweise auch Auszubildende unterbringen. Unsere Azubis brauchen auch was, auch die haben es oft schwer, einen geeigneten, günstigen, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und wir wollen dort kleine Wohneinheiten bilden, die im Grunde jeder Nutzung offen stehen. Unsere Fraktion ist generell für sozialen Wohnungsbau. Aber in der Wartestraße soll mal wieder vorrangig Wohnraum für Geflüchtete entstehen. Der Zusatz und für Azubis halte ich oder wir sogar für ein Experiment des Zusammenlebens. Das Wohnheim für Auszubildende Kleinmachnow ist nach unseren Informationen angemietet auf dem Gelände der Hofbauerstiftung. Wäre es dann nicht sinnvoll, auf dem kreiseigenen Gelände in der Wartestraße vorrangig für Auszubildende zu bauen? Sollte das Wohnheim nicht ausgelastet sein, könnte man dann immer noch bei Bedarf temporär zum Beispiel ukrainische Familien unterbringen. Also deshalb werden wir den Antrag auf jeden Fall ablehnen. Ich möchte Herrn Götz und seiner Fraktion danken für den Antrag und die konstruktive Zusammenarbeit im Ausschuss. Die Ausschussarbeit hat dazu geführt, dass der Antrag jetzt so vorliegt, der Beschlussvorschlag vielmehr in der jetzigen Fassung. Und zu der Argumentation und Ausführung von Herrn Götz habe ich nichts hinzuzufügen und verweise auch auf den Bericht des Landrats zur Situation der geflüchteten Menschen im Kreis insgesamt. Wir finden es wunderbar, die Idee, hier eine Potenzialanalyse zu machen. Das lässt uns alle Optionen offen, zu schauen, wie können wir vor Ort in dieser Fläche vorgehen. Wir haben in TKS einen großen Ballungsraum und es ist eine Möglichkeit, den ländlichen Raum auch zu entlasten. Die Zahlen, die im ländlichen Raum in der Unterbringung sind, sind sehr hoch, prozentual gegenüber TKS und da können wir durchaus zulegen. Eine Entscheidung pro Flüchtlingsunterkunft ist damit aber noch nicht gefallen. Das Ergebnis der Potenzialanalyse soll dem Kreistag in seiner ersten Sitzung nächsten Jahres zur weiteren Diskussion vorgelegt werden.